Ja, so ein 5-0-Sieg tut natürlich schon gut fürs Selbstvertrauen. Und wir haben ja, Worms schon ja, fast zerlegt, würde ich sagen. Hätten auch höher gewinnen können. Aber ich glaube, mit dem 5-0 ist es schon in Ordnung. Das wird jetzt, glaube ich, gegen Pirmasens also erwartet ähnliches Spiel. Auch sehr robust. Und ja, wir sind jetzt mit dem 5-0 im Rücken im Aufwind und das, wie gesagt, das tat uns schon gut. Ja, also die Stimmung ist sehr gut. Wir haben viel Spaß im Training, wir lachen viel, aber ich glaube, wir haben auch so eine gute Mischung zwischen Lockerheit und ja, Anspannung, weil wir schon wissen, um was es jetzt in den letzten Spielen geht. Und ja, von daher, die Stimmung ist okay und ja, wir freuen uns auf das Spiel morgen und wollen dann natürlich 3 Punkte holen. Ja, also ich glaube, wie gesagt, das wird ein guter Gegner. Die sind zu Hause, glaube ich, nicht so schlecht, haben ordentliche Spiele abgeliefert, ist ein robuster Gegner, kommen sehr viel über Zweikampfhärte und Wille. Haben große Spieler drin, sind auch, glaube ich, richtig gefährlich bei Standardsituationen. Und ja, da müssen wir schon höllisch aufpassen und wieder das Maximale rausholen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann gibt es auch keine Zweifel, wer das Spiel gewinnt. Ja, Tobi hat ja schon vieles vorweggenommen. Das wird, ja, man hat ja gesehen, auch was Worms gerade ersten Minuten gegen uns versucht hat. Die wollten uns körperlich angehen. Ja, das ist auch was, was wir für morgen einfach wissen müssen. Ja, dass die Gegner natürlich auch uns da, ja, wie man sagt, einen Schneid abkaufen wollen. Ja, das darf nicht passieren. Da darf das Spiel morgen nicht in eine Richtung kippen, die wir nicht wollen. Standardsituationen müssen wir morgen höllisch aufpassen, am besten gar keine zulassen. Ja, gar keine Hoffnung beim Gegner aufkommen lassen, unser Spiel durchdrücken. Und dass wir jetzt Selbstvertrauen haben nach diesem 5-0, okay, das ist ja irgendwo selbstredend. Ja, das ist ja auch normal, dass eine Mannschaft da eine gute Woche hat, auch im Training den notwendigen Spaß hat. Wir müssen nur immer gucken, dass wir das auch wieder in eine richtig konzentrierte Richtung kriegen. Ja, Worms war natürlich ein super Auftritt. Ja, das Einzige, was ich so für mich ein bisschen wieder mitgenommen habe, diese letzte Konsequenz vom Tor. Ja, so ein 2-0, was der Leo Grech da macht, ja, mit aller Gewalt. Feist, der hat auch mal so ein Tor gemacht gegen Hoffenheim. Das 2-2, glaube ich, war das in der Hinrunde. Ja, wo man einfach merkt, die Mannschaft will dieses Tor erzwingen, auch mal zur Not. Und das ist sowas, wo ich glaube, für die nächsten Wochen auch wichtig wird. Wir werden nicht in jedem Spiel diese permanente Flut an Torchancen kriegen. Ja, das wird so sein, weil jeder Gegner kann gut verteidigen. Das wird auf uns zukommen. Und da müssen wir morgen ja, sehr wach sein, Bedingungen annehmen. Platzverhältnisse weiß ich nicht. Der Gegner wird uns nicht den Gefallen tun, uns ja, einen Golfplatz hinstellen oder einen Green hinstellen, sondern das wird mit Sicherheit auf Kampf ausgelegt sein, das Ganze. Und, ja, aber wir wissen das, deswegen kann uns nichts überraschen. Und wir wollen morgen mit aller Macht 3 Punkte. Ja, eigentlich alles sehr positiv sich entwickelt. Okay, Aaron Bärzel fällt aus, ist für morgen, ja, war klar, dass irgendwann die Fünfte kommt. Aaron ist auch so ein aggressiver Spieler. Der hätte uns morgen gut zu Gesicht gestanden, ist nicht so, kann ich ersetzen, habe ich genug Alternativen. Und Matze Kunz wird heute ins Abschlusstraining einsteigen und danach treffe ich eine Entscheidung, ob er mitgeht oder nicht. Dulle ist seit Mittwochvormittag wieder im Training. Er hat mir am Mittwoch dann eine Rückmeldung gegeben, dass er immer noch so leichte Problematik hat in der Wade. Dementsprechend auch heute Abschlusstraining und dann Entscheidung. Ja. Wer mitgeht, wer nicht mitgeht. Thomas Birk sehe ich mittlerweile auch wieder so in der Situation, dass er für den Kader absolut eine Alternative ist. Also von daher ja, muss ich heute ja, gucken, Training anschauen, danach auch positionsbezogen entscheiden und in der Phase meinen eigentlichen Kapitän eigentlich gerne dabei hätte. Ja, das ist mir momentan schon so ein Punkt, der mir ein bisschen am Herzen liegt, weil er bei uns auch für eine positive Stimmung sorgt. Und es kann durchaus sein, dass es heute für mich auch eine große Rolle spielt.